Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Minifiguren und Steine. Und heute wollen wir uns mal das Dagobah Jedi Training anschauen. Aus der 18 Plus Serie, 1000 Teile, 90 Euro UVP. Klar, eine legendäre Szene. Wollen wir mal gucken, ob es auch wert ist. Die Rückseite des Kartons. Der Karton hat ganz schön gelitten. Kam mit Amazon so an. Ja, was sollen wir machen? Aber Gott sei Dank wird er eh gleich aufgerissen und dann schauen wir uns das Set mal an. Circa eine Stunde später habe ich das Set zusammengebaut. Sind zwar nur 1000 Teile, aber super viele 1x1 Steine. Teils teilweise 1x1 Braid. Da ist ganz schön was zu tun, man muss sich ganz schön konzentrieren. Wir haben natürlich einen Haufen Ersatzteile, einen wertvollen Teiletrenner. Mal so mal weg. Dann die Anleitung. Sehr einfach geschrieben, Gott sei Dank. Ich zeige euch mal, was ich meine. Ja, links. So sieht's aus, Draufsicht, dass rot eingekreist ist, soll noch dazu gebaut werden und dann auf der nächsten Seite so. Also es ist wirklich gut, dass die Anleitung diesmal so einfach ist. Man musste sich ganz schön konzentrieren, ansonsten hat man gerade am Anfang ja, Schwierigkeiten, die grünen Einser dahin zu packen und teils dahin zu packen, wo sie sollen. Ansonsten eine gute Anleitung, wie üblich. Beim 18 Plus Set darf natürlich auch nicht fehlen, sind noch natürlich ein paar Filmszenen noch abgebildet. Ja. Dann schauen wir uns mal die Minifiguren an. Da haben wir einmal den Luke Skywalker. Na, kann man ihn gut sehen. Jetzt keine Armbedruckung. Liegt aber auch daran, dass er ein T-Shirt anhat. Das ist soweit okay. Hat auch noch ein Wendegesicht. Ja. Dann Yoda. Da hätte ich mir Armprints gewünscht. Das wäre schön gewesen. Rücken bedruckt. Ja, dadurch, dass die Beine nicht bedruckt sind, sieht es ein bisschen, ja, bisschen billig aus. Hätte man besser machen können, durchaus. So. Und dann der R2D2. Ja, so. Hier mit Matsch. Also es ist schön, dass sie da ein neues Mold genommen haben. Oder neuen Print, besser gesagt. Matsch. Und auch oben auf der Scheibe quasi. Auch nochmal Matsch. So. Jetzt hat der Fokus perfekt. Jetzt könnt ihr noch ordentlich sehen. Ja, schön, dass er noch mal extra dabei ist. Dann zum Set selber. Wie gesagt, man muss sich konzentrieren beim Bau, insbesondere bei der Basis. Hier hätte ich mir ein bisschen mehr Raumschiff gewünscht. Das sieht dann doch, wenn man so ein Regal hat, vielleicht ein bisschen billig aus. Es geht vielleicht auch ein bisschen besser. Ansonsten ein schönes Set. Die Rückseite ist natürlich jetzt nicht die schönste, aber es ist ja auch ein Display-Set. Ganz klar, daher völlig in Ordnung, viele Details. Ja, hier ist nochmal die Lampe, der Projektor, die Hütte. Auch wenn man nochmal von hinten reinschaut, sieht man die Kochmöglichkeit von Yoda, eine Schlafmöglichkeit, da im Eck oben noch sein Lichtschwert, zumindest das Lichtschwertgriff. Also wirklich ein schönes Set. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, für 90 Euro UVP. Viel zu teuer. Dafür sind viel zu viele kleine Einzelteile dabei. Mit Ausnahme von hier unten drei großen schwarzen Platten. Es ist wirklich alles nur Kleinzeug dabei. Aber jetzt momentan bei Amazon für 60 Euro, ich verlinke euch das gerne, kann man das nehmen. Also denke ich, ist auch ein ordentlicher Preis. Da macht man nichts verkehrt. Ich meine, wer Lego zu VP kauft, hat eh meistens zu viel Geld. Ja, hier haben wir noch eine Kleinigkeit. Transclear Stein, da kann Luke dann. Na, naja, könnte er, wenn er denn wollte. Zack, jetzt. Ein bisschen näher dran. Ja, kann Luke dann das Ding dann hochheben. Lässt sich hier auch bewegen. Nicht besonders gut, dadurch fällt es auch ab. Aber das ist ja auch kein Spielset, wie bereits gesagt, sondern Display-Set. Und dementsprechend, ja, soll das einmal so schön stehen im Regal. Und dann ist das auch eine ordentliche Sache. Jetzt habe ich doch fast das Beste vergessen. Schaut mal hier vorne. Das sind tatsächlich Prints. Ja, Star Wars, Lego Star Wars. Do it or do not. There's no try. Sehr epischer Spruch von Yoda. Also, das ist ein Print. Das ja, überrascht mich. Und hat mich anscheinend so überrascht, dass ich es auch vergessen habe, dass ich jetzt nochmal am Ende ranschneide für euch. Also wirklich überraschend. Wir haben teurere Sets. Viel, viel teurere Sets. Wo die Plakette nie bedruckt ist. Und hier bei einem UVP 90-Euro-Set ist es bedruckt. Also auch nochmal ein ganz, ganz großer Pluspunkt für dieses Set. Dann bedanke ich mich bei allen, die bis hierhin geschaut haben. Verlinke euch noch die anderen
Star Wars Reviews, unter anderem zu dem TIE Bomber, den ihr dort im Regal sehen könnt. Und wenn ihr die beiden anderen Display-Modelle auch sehen wollt im Review, dann lasst mich doch gerne wissen in den Kommentaren. Bis dann, ciao.